Die Synode hat vor etwa einem Jahr beschlossen, die Gebäude der Landeskirche, der Kirchengemeinden energetisch treibhausgasneutral auszugestalten. Zu welchen Konsequenzen führt dieser Beschluss? Der erste Punkt, wir können das auf der Grafik rechts unten sehen, diese klimatischen Aspekte, das führt dazu, dass wir uns konkret in Bezug auf ein konkretes Gebäude Gedanken darüber machen müssen, welche energetische Maßnahme mit welcher Wirkung sollten wir durchführen. Das heißt, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis davon, welche Maßnahme von ihrer Investition, von ihrer monetären Wirkung und von ihrer klimatischen Wirkung sollte prioritär durchgeführt werden. Die Entscheidung darüber, ob und welche energetischen Maßnahmen bei einem Gebäude durchgeführt werden sollen, korrespondiert natürlich mit der strategischen Entscheidung darüber, ob das Gebäude überhaupt fortgeführt wird im kirchlichen Eigentum. Das heißt, der Synodenbeschluss, wenn man ihn weiterdenkt, zwingt die Kirchengemeinden zur strategischen Entscheidung darüber, ob und welche kirchlichen Gebäude in die Zukunft fortgeführt werden und welche Gebäude aufgegeben werden müssen. Dafür gibt es ein Gebäudetool, das momentan in zwei Pilotkirchenkreisen zum Einsatz kommt, um den Gemeinden eine objektivierte Entscheidung zu ermöglichen, welche Gebäude prioritär fortgeführt werden sollten. Eine weitere Folge dieses Synodenbeschlusses ist die Frage der finanziellen Situation. Sie sehen das in der linken oberen Ecke, überschrieben mit den Worten strategische Finanzplanung bis 2040. Diese ist bei allen Kirchengemeinden in ähnlicher Form vorhanden. Die Erlöse, vor allem bestimmt durch die Kirchensteuereinnahmen, gehen stark und perspektivisch zurück. Die Aufwendungen steigen, wenn man nichts tut. Das heißt, so hart das klingt, bei jeder Kirchengemeinde wird früher oder später der finanzielle Kollaps kommen. Ich sage das deshalb so hart, weil diese Frage heute beantwortet werden muss. Das heißt, heute muss man erkennen, ob und welches Problem man hat und wie man dieses Problem löst. Das heißt, über Gebäude diskutiert, über Personale diskutiert und auch die Frage beantwortet, wie man die energetischen Maßnahmen finanziert. Insgesamt haben wir also ein Gesamtkonzept, bestehend aus der Finanzfrage, aus der strategischen Gebäudefrage und der konkreten Umsetzungsfrage, die von den Kirchengemeinden zu beantworten ist. Die Landeskirche hat hierfür ein Pilotprojekt initiiert. Dieses Pilotprojekt läuft seit etwa einem halben Jahr, dreiviertel Jahr in den beiden Pilotkirchenkreisen Jülich bei Herrn Superintendenten Jens Sannig und in Köln-Nord bei Herrn Superintendenten Markus Zimmermann. Und ich habe den Eindruck, dass diese Pilotprojekte sehr gut laufen und dass wir perspektivisch wahrscheinlich im Frühjahr, Sommer des Jahres 2023 ein erstes belastbares Ergebnis präsentieren werden. Und damit haben die Kirchengemeinden ein schönes Instrumentarium an der Hand, um diese doch sehr schwierigen Entscheidungen für die Kirchengemeinde treffen zu können. Dankeschön. Wir haben natürlich hier im Kirchenkreis, wie in allen unseren Kirchenkreisen, das Problem, wie stellen wir uns zukünftig auf? Wir haben sehr viele marode Gebäude, sanierungsbedürftige Gebäude, die ja jetzt auch energetisch saniert werden müssen, jedenfalls die, die wir behalten. Und all das hat uns im Kirchenkreis dazu geführt, ein umfassendes Datenmaterial erst einmal sammeln zu lassen. Wichtig war dabei, dass wir das nicht als KSV den Gemeinden aufgedrückt haben, sondern dass es eine Arbeitsgruppe gab mit Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinden. Und die haben zusammen mit Herrn Moschinski ja die Tools entwickelt. Das heißt, die inhaltliche Fragestellung, was wollen wir denn untersuchen? Eben einmal die funktionalen Aspekte, wofür haben wir die Gebäude, wie werden die genutzt, wie stark sind sie genutzt? Dann auch zu gucken, wie ist der Bedarf hier im Stadtteil? Wie ist die Altersstruktur? Wie sind die Schwerpunkte der Gemeinde? Dann der finanzielle Aspekt natürlich, in welchem Zustand sind die Gebäude? Sind sie stark sanierungsbedürftig? Was muss da passieren? Und dann drittens, das ist auch natürlich ein wichtiger Aspekt, ist auch so ein emotionaler Aspekt. Hängt die Gemeinde sehr stark oder wie stark hängt die Gemeinde an ihrem Gebäude? Auch das muss mit hineinspielen. Und daraus ist ein umfassendes Tool geworden,
mit dem wunderbaren Ergebnis, dass nicht nur jede Gemeinde für sich geschaut hat, wo steht sie, sondern auch die Möglichkeit hat, in die Nachbargemeinde zu schauen, in deren Daten. Unsere Gemeinden haben sich das gegenseitig gestattet. Und daraus ist eine wunderbare Verstärkung von Kooperationen und auch Fusionen geworden, aber vor allem Kooperationsüberlegungen. Man entdeckt gemeinsame Schwerpunkte, die man jetzt zusammen macht. Man entdeckt oder hat eine Vorahnung davon, welche Gebäude wirklich am Ende übrig bleiben sollen. Man entdeckt sich überhaupt mal und nimmt wahr, auch in der Nachbargemeinde sind ja auch Christinnen und Christen und die machen ja auch eine gute Arbeit. Und man geht sehr stark voran, wie gesagt, zusammenzugehen. Und all das ist durch dieses Tool mit seinen ganzen Facetten unglaublich positiv verstärkt worden. Jetzt haben wir ja die Situation hier bei uns, dass wir konkret auch neu gebaut haben. Wir haben zwei Zentren abgerissen und an einer Stelle neu gebaut. Das ist nicht der Normalfall, sage ich mal. Und in diesem Prozess ist uns natürlich auch das begegnet, was überall passieren wird. Es wird Trauer geben, Abschied nehmen zu müssen von Gebäuden. Wir haben diese Trauer versucht abzufangen und das ist auch ganz gut gelungen, indem wir die Gemeinde eben mitgenommen haben von Anfang an, indem wir alles geschildert haben. Und zwar nicht wir als Presbyterium, sondern indem wir auch Menschen gebeten haben, zum Beispiel die Situation der Gebäude darzustellen, die das aus einer neutralen Position heraus machen konnten, Architekten oder andere Experten. Und wir haben Abschiede auch bewusst gefeiert, begangen, indem wir Wochenenden genommen haben, wo Erinnerungen ausgetauscht wurden, wo auch Tränen geflossen sind, aber zugleich wir auch vermitteln konnten, Kirche geht weiter. Und es gibt auch Chancen in dem Neuen. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Schlüssel ist, und der ist ja eigentlich auch unsere Kernbotschaft, es ist nicht nur Abschied nehmen müssen, es ist nicht nur Abbruch, sondern wir leben aus einer Zuversicht als wanderndes Gottesvolk, dass wir auch neue Orte haben werden, die wunderbar sind und wo wir Gottesdienst feiern und Gemeindeleben gestalten können. Kirche Asyl stehen wir jetzt an der Stelle, dass zurzeit aktuell Teams von der Universität Düsseldorf alle Gebäude, die wir ausgewählt haben, dafür tiefergehend energetisch untersuchen, um herauszubekommen, welche energetischen Maßnahmen müssten an diesem Gebäude getan werden, damit die Gebäude am Ende dann, wenn diese Maßnahmen umgesetzt wären, auch klimaneutral wären. Und wir versprechen uns davon, dass wir dann standardisierte Antworten bekommen darauf, welche Maßnahmen zu tun sind, damit auch andere Kirchenkreise dann daraus ablesen können, welche Aufgabe kommt auf sie zu und vor allem, welches Invest ist notwendig, um auch dort Gebäude entsprechend klimaneutral zu gestalten. Also in Jülich war es von vornherein klar, dass eben diese energetische Antwort auch gegeben werden muss. Aber wir nutzen die Tools, die in Köln entwickelt worden sind. Also im ersten Schritt der Begehung im Sommer war es auch hier so, dass erst einmal die Gebäude erfasst wurden in ihrem Ist-Zustand, sie beschrieben worden sind und gleichzeitig ein Finanztool auch gefüllt wird mit Daten aus der Finanzabteilung, um den Gemeinden auch nochmal deutlich zu machen, wo sie finanziell stehen und wo sie vor allem in der Finanzentwicklung bis 2040 stehen, um ihnen Entscheidungshilfen an die Hand zu geben, für welche Gebäude lohnt es sich, jetzt sich weiter damit zu beschäftigen, aber welche Gebäude auch nicht. Das Interessante, dass wir eigentlich keine Widerstände in den Gemeinden spüren oder auch keine Befürchtungen, sondern dass alle Gemeinden sich der Aufgabe bewusst sind und alle Gemeinden auch diesen Beschluss der Landessynode auch gerne umsetzen wollen. Sie wussten aber nicht, wie das gehen kann. Da lag so ein Stück der Gefühl der Überforderung. Und jetzt mit dem, was wir mit Professor Moschinski Ihnen eben auf diesem Weg mitgeben, bekommen Sie ein Gefühl dafür, dass Sie an der Hand genommen sind, dass Sie genau wissen, welche Aufgaben Sie zu erfüllen haben und dass Sie eben genau auch spüren, dass Sie, wenn Sie diesem Prozess so folgen, Sie am Ende tatsächlich dann auch zu guten Entscheidungen kommen können, weil Sie sie auf einem
objektiven, datenbasierten Material dann auch treffen können. Und von daher sind es weniger Befürchtungen, sondern alle Gemeinden sind hier jedenfalls sehr motiviert, diesen Weg jetzt auch zu gehen.